Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch etwas ganz Besonderes, und zwar Schweinefleisch süß-sauer nach chinesischer Art. Das Ganze aus dem Thermomix. Wir brauchen allerdings eine Pfanne, um das Schweinefleisch anzubraten, und damit beginnen wir jetzt direkt. Was ihr braucht, ist, sind 500 Gramm mageres Schweinefleisch. Ihr könnt natürlich auch Rindfleisch oder Pute oder Geflügel nehmen. Das Ganze, wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt und es ein bisschen aufwendiger gestalten wollt, könnt ihr auch vorher 2 bis 3 Stunden in Sojasauce und China-Gewürz marinieren und dann anschließend abtupfen, mit etwas Maismehl bestäuben und dann im Wok wirklich schön knusprig anbraten und dann genauso weiter verfahren, wie ich das jetzt mache. Also, ich nehme das Schweinefleisch so, das Ganze braten wir mit etwas Öl 5 bis 10 Minuten in einer Pfanne schön scharf an. So, wie gesagt, die Würfel etwa 5 bis 10 Minuten von jeder Seite scharf anbraten. Ein bisschen runter, sonst spritzt es zu sehr. Zeit können wir unsere Paprika-Würfel, das sind etwa 400 Gramm gewürfelte grüne Paprika, in den Varoma einsetzen. Der Einlegeboden kommt drauf, da kommt dann gleich unser Fleisch rein. Außerdem kochen wir gleich schon Reis mit. Das ist ja das Schöne an unserem Wunderkessel, dass wir da quasi alles gleichzeitig in einem Topf machen können. Soße, Reis, Beilagen, Gemüse, Fleisch, alles mit dabei. 400 Gramm Langkornreis und 1 Liter Wasser. Ich spüle den immer noch mal durch vorher, den Reis, bevor es losgeht. Einmal so kurz auf Stufe 5, 6, dass der einmal komplett ausgewaschen wird. Ja, ich glaube, wenn man das jetzt mit Sojasauce und so noch mariniert vorher, das ist mit Sicherheit auch nicht schlecht, werde ich dann zu Hause mal ausprobieren. Aber wie gesagt, ich möchte euch das Grundrezept zeigen. Und das Schöne ist ja, dass man gerade beim Kochen extrem kreativ sein kann. Jeder kann da sein eigenes Rezept dann entsprechend dazu, irgendwas rein, was raus. Und gerade solche einfachen Rezepte, die lassen wirklich ja Spielraum für eigene Experimente. So, jetzt ist soweit durch. Herd ist aus und das Fleisch füllen wir jetzt in den Einlegeboden über die Paprika drüber. Das Ganze kommt hier auf unseren Thermomix. Deckelchen drauf und dann 30 Minuten auf Varoma wird das Gemüse und das Fleisch gedämpft und gleichzeitig der Reis gekocht. In der Zwischenzeit muss ich hier das Spritzfett-Massaker entfernen. Ich weiß nicht, wie das bei euch zu Hause ist. Habt ihr eine schwarze Arbeitsfläche für die Küche? Das ist die Hölle. Ich weiß nicht, wer sowas erfunden hat. Es sieht großartig aus, aber macht Schweine viel Arbeit. Naja, aber ich habe ja jetzt 30 Minuten Zeit. Es ist soweit. Unser Fleisch, unser Gemüse und unser Reis sind gar. Was wir jetzt machen, ist das Fleisch mit dem Gemüse mischen und warm stellen. Ebenfalls den Reis in eine Schüssel und warm stellen, und dann kümmern wir uns um die Soße. So, das Ganze warm gestellt und jetzt die Soße. Wir brauchen für die Soße eine Dose geschälter Tomaten. Das kommt hier in den Mixtopf. Die werden dann 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Und bitteschön. Dann 100 Milliliter Wasser. Ihr könnt natürlich auch von dem Wasser, mit dem ihr eben den Reis gekocht habt und das Fleisch gegart und das Gemüse gegart habt, nehmen. Aber da war bei mir jetzt echt nicht mehr viel übrig. 100 Milliliter Wasser. Und jetzt kommen schon die Gewürze und die anderen Ingredienzien. Tomatenmark, das sind 2 Esslöffel, die ich hier vorbereitet habe. Warte mal noch, Orangensaft. Orangensaft sind 6 Esslöffel. Dann brauchen wir 2 Esslöffel Essig. Das wird eine süß-saure Soße. Ja. Deswegen Orangensaft und Essig dazu. 3 Esslöffel Zucker. Das sieht richtig viel aus, das ist auch viel. Aber das braucht es.
Sojasauce, das wahrscheinlich wichtigste bei Essen asiatischer Art. Da nehmen wir 2 Esslöffel von. Um das Ganze ein bisschen zu binden, brauchen wir Mehl. Das sind jetzt etwa 20 Gramm. Eine Prise Salz. Wenn ihr habt, ja, könnt ihr auch ein paar Tropfen Fischsoße dran machen. Ja, das ist so eine vietnamesische Soße, dann braucht man das nicht mehr zu salzen. Noch eine Prise Pfeffer. So, und jetzt wird das Ganze gekocht. 6 Minuten, 100 Grad, Stufe 2. Das ist jetzt natürlich nur die Grund-Süß-Sauersoße, also die einfachste quasi, wenn man so will. Ihr könnt die natürlich auch noch ein bisschen verfeinern. Mit gehackten Zwiebeln zum Beispiel. Die könnte man da reinmachen. Oder kleine Ananasstückchen. Das schmeckt auch sehr gut, wenn man Ananas mag und passt perfekt zu einer Süß-Sauersoße. Man kann ein paar Erbsen dazu machen. Also da könnt ihr wirklich kreativ werden. Ja? Wir werden die jetzt noch ein bisschen pürieren. Und zwar 10 Sekunden auf Stufe 8, damit die schön soßig ist. So, das war's und jetzt brauchen wir nur noch unser Fleisch, unser Reis, Gemüse anzurichten, das Ganze mit der Soße und ich melde mich, sobald das geschehen ist. Das sieht schon mal gut aus. Also ich habe jetzt gerade mal geschaut, was da so im Topf ist. Ich denke, das Rezept ist für 2 Personen ausreichend. Bei 3 wird's knapp. Ne? Also 3 Esser wie ich kriegst du das nicht satt mit. Aber die Frage ist jetzt natürlich, wie schmeckt es? Ich habe ja gesagt, das ist das Grundrezept, was ich gemacht habe. Und gerade hier, auch das ist etwas, was ich immer wieder feststelle, ist es wichtig, dass man gutes Fleisch nimmt. Also schönes, mageres Schweinefleisch oder Putenfleisch, wenn man es denn mag. Weil sonst wird es relativ schnell trocken, zäh, wie auch immer, hart. Aber das hier ist wirklich optimal. Die Soße, für mich braucht da keine Ananas ran. Kann man natürlich machen. Man kann auch noch ein bisschen nachwürzen, vielleicht mit Gemüsebrühe oder sonst was. Aber für mich ist es absolut ausgewogen. So, und schmeckt sehr, sehr gut. Auch mit dem Paprika hier. Man könnte natürlich, das ist jetzt auch noch so eine Idee, statt Paprika oder zusätzlich zu dem Paprika vielleicht irgendwie Zuckerschoten nehmen. Ja, also wenn man ein bisschen mehr Gemüse, ein bisschen mehr Reis macht, etwas mehr Fleisch, dann kriegt man auch 3 bis 4 Esser satt. Zuckerschoten ist ein tolles Gemüse, was perfekt zu asiatischen Gerichten passt. Das hier schmeckt auf jeden Fall schon sehr, sehr süß-sauer. Einfaches Gericht, schnell zubereitet, sehr schmackhaft. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Schreibt mir doch einfach in die Kommentare, ne, ob ihr da Probleme mit hattet oder ob es euch genauso gelungen ist wie mir hier, wie es euch geschmeckt hat, was ihr variiert habt. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert auch den Wunderkessel-Kanal. Ich habe hier jede Menge tolle Rezepte, Tipps und Tricks rund um den Thermomix. Über ein Like unter diesem Video freue ich mich natürlich auch. Ich sag alles Gute, bis zum nächsten Mal, guten Appetit und tschüss.